the background vocals. Teetotal, we're on the next high. We get by with our so-called soul, make way for each other, chit-chat. But that dried up, wise up to the cutting-edge facts. Now I'm chilling on my Jack Jones, looking for a way back home, but I can't get back. Ja, hey Freunde, was geht? Und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu German HD. Heute gibt's wieder ein Photoshop-Tutorial und zwar mache ich das heute auf eine Abonnentenanfrage. Ich wurde gefragt, wie man Photoshop CS6 auf Deutsch umstellen kann, weil das Programm ist nämlich ausschließlich auf Englisch. Weiß zwar nicht warum, aber ist halt so, weil die Vorgängerversion von Photoshop CS1 bis CS5 gab es auch deutsche Versionen. Warum die das jetzt nur auf Englisch machen, ist mir ein Rätsel. Aber ja, wir müssen bestimmt ihre Gründe dafür haben. Müssen auch dumme Gründe sein, aber egal. Ich zeige auf jeden Fall, wie ihr das Ganze auf Deutsch umstellen könnt. Hier seht ihr jetzt noch, dass das alles auf Englisch ist. Hier File, Edit, Image und so weiter und so fort. Und zwar schließt ihr das dann Programm, wenn ihr das geöffnet habt, und macht dann einfach Folgendes. Ihr geht auf die Seite Mega, da habe ich die deutsche Sprachdatei für Photoshop CS6 für euch hochgeladen, weil ich ja so ein netter Kerl bin. Na, jetzt lad schon, jetzt mach hin hier. Da, genau. Ihr geht auf die Mega-Seite, den Link dazu tue ich natürlich in die Videobeschreibung rein und ladet euch die Riesendatei runter, die ist ziemlich groß, die hat satte 422 KB, ist innerhalb von 10 Sekunden runtergeladen. Das Ganze ladet ihr euch runter und packt euch das auf den Desktop. Und wie gesagt, den Link dazu natürlich in der Videobeschreibung. So, und dann habt ihr hier auf den Desktop eine WinRAR-Datei bzw. ein schönes WinRAR-Päckchen. Da geht ihr einfach mit einem Rechtsklick drauf und entpackt das Ganze dann auf dem Desktop. Tut mir leid, dass mein PC jetzt ein bisschen langsamer ist, weil ich habe den gerade erst hochgefahren. Da macht er manchmal ein paar Mucken. Aber komisch, dass immer sowas passiert, wenn ich ein Tutorial mache. Warum denn auch nicht? So, wo war ich stehen geblieben? Genau, Rechtsklick. Dateien hier entpacken. Es könnte sein, dass ihr jetzt ein Miauen im Hintergrund hört. Das ist meine Katze, die ziemlich aufmerksam geil ist. Immer wenn ich ein Tutorial mache, fängt die an zu miauen. Keine Ahnung, warum sie das macht. Ich glaube, ihr solltet wissen, dass sie auch da ist. Sie ist schwarz-weiß, pelzig, klein, hat 4 Beine und ist süß. So, das war jetzt meine Katze. Okay, hier habt ihr auf jeden Fall dann eine Datei, die nennt sich de-de. Und dann macht ihr einfach Folgendes. Ihr geht auf euren Computer drauf. Machen wir das mal groß hier. Auf euren lokalen Datenträger C, auf Programme. Und dann habt ihr einen Adobe-Ordner, Adobe Photoshop CS6. So, und hier habt ihr einen Ordner, der nennt sich Lokales. Den klickt ihr an. Und da habt ihr eine Datei drin, die nennt sich en-us. Dann macht ihr jetzt einfach Folgendes. Markieren. Und löschen. Und dann fügt ihr einfach die Datei, die ihr gerade entpackt habt, in diesen Ordner ein, beziehungsweise in diesen Ordner, der Lokales heißt. Und verschiebt das oder kopiert das, je nachdem, einfach da rein. Und dann hat sich das auch schon erledigt. Dann könnt ihr das Ganze schließen und dann Photoshop CS6 einfach neu starten. Wie gesagt, ihr müsst, bevor ihr das Ganze macht, Photoshop geschlossen haben, wenn ihr es geöffnet habt. Und wie ihr seht schon, könnt ihr hier auch schon in den Voreinstellungen lesen, dass das Ganze jetzt schon auf Deutsch übersetzt worden ist. Zum Beispiel hier, Voreinstellungen werden gelesen, Pinsel werden geladen. Vorher war das Ganze ja auf Englisch. Aber um euch das Ganze nochmal zu zeigen, dass das auch alles wirklich auf Deutsch ist, gehe ich nochmal in das Programm rein. So, und
fertig ist es. Und jetzt habt ihr Photoshop CS6 auf Deutsch. Und zwar alles. Datei bearbeiten, Bildebene, Typ, Auswahl, Filter, 3D, Ansicht, Fenster, Hilfe. Und. Ja. Das war's jetzt eigentlich auch schon. Ich möchte an diesem Punkt nochmal auf meine Facebook-Seite aufmerksam machen. Würde mich sehr über ein Like auf meiner Facebook-Seite freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao, Leute.